Ja, hallo zu einem Webcast über Castle Windsor. Und zwar war ich noch von vorherigen Video was offen, ich verlinke es später in den Show Notes, wie man solche Registrierungen auf Basis von einer Konvention macht. Und der Hintergrund war der folgende: Wir haben eine Basisimplementierung, drei Kindimplementierungen, die so aussehen. Das zeige ich mal kurz. Das ist also diese Basisimplementierung. Die implementiert auch das Interface iFoo. Und dann gibt es drei Implementierungen: Foo1, Foo2, Foo3. Ne? Das hat im Prinzip nur die Funktion, den Namen zu überschreiben an der Stelle. Man stellt sich jetzt einfach vor, wenn man halt eben eine vernünftige das Anwendungsszenario hat, wie beispielsweise Gutschriften, da gibt es eine Komplettgutschrift, es gibt eine Pauschalgutschrift oder es gibt eine ja, positionsbezogene Gutschrift beispielsweise. Also für so einen Fall verwende ich das unter anderem. Und ja, und die Kindklassen überschreiben dann eben bestimmte Funktionalität. Und in der Basisklasse ist eben, machen wir es, ist eben hier die gemeinsame Funktionalität. So, und jetzt möchte ich aber im Prinzip alle drei Implementierungen registrieren im Container für iFoo, weil es gibt ja drei Implementierungen. Die FooBase implementiert das und da FooBase wiederum von den Kindklassen oder die Kindklassen wieder von FooBase ableiten, haben die ja implizit auch iFoo implementiert. Und deshalb möchte ich diese drei Registrierungen im Container hinterlegen und mir die dann in dieser Logik bar reinreichen lassen. Also die komplette Collection möchte ich reinreichen lassen und an der Stelle mache ich jetzt ein for each über alles drüber und rufe auf jeder say my name auf. Bei diesem Gutschriftenbeispiel, was ich gerade genannt habe, da ist es so, da nehme ich quasi die erste Implementierung, die anspringt. Da registriere ich als erstes die Komplettgutschrift, dann die Pauschalgutschrift und im Anschluss die positionsbezogene Gutschrift. Und da gibt es dann wenn eben wenn die Gutschrift nicht zuständig ist, dann verarbeitet es das einfach nicht und ich nehme das allererste Ergebnis, was zurückkommt. Ja, das heißt, da würde ich quasi mit Last arbeiten, Entschuldigung, mit First arbeiten. Ne? Da würde ich hier quasi First nehmen oder FISBAS ist ja so ein Beispiel aus der Kata-Welt, Coding Dojos und so. Und wenn man durch drei teilt, kommt FIS, wenn man durch fünf teilt, kommt BAS und wenn es sowohl durch drei als auch durch fünf teilt ist, kommt FISBAS. Und da kann man das genauso machen. Ja, da nimmt man dann quasi die letzte Implementierung, die anspringt. Da würde ich dann Last verwenden. Der Alexander Groß hat da, glaube ich, in seinem GitHub-Repository ein Beispiel zu. Aber wie gesagt, hier gehe ich jetzt einfach über alles drüber. Der primäre Punkt ist einfach der, dass ich mir im Konstruktor alle Implementierungen von iFoo reinreichen lassen möchte. Also diese Collection. Und das Ganze macht man dann so. Das mal ein. Man setzt auf dem Container einen Resolver, hier Add Subresolver und gibt dann an, in meinem Fall, es ist ein Collection Resolver, ich mache mal kurz das hier weg, dass man das besser lesen kann. Na super. Jetzt machen wir es erstmal so weg. Und zwar auf dem Kernel Resolver, Add Subresolver und dann kann ich sagen, hier Collections bitte. Das heißt, der Container versteht jetzt, wenn in einem Konstruktor Collections angefordert werden, wie er die aufzulösen hat oder dass er die überhaupt auflösen kann. Ja, das aktiviert man hiermit quasi. Und hier unten habe ich jetzt das mal hingeschrieben, wie man das Ganze eben machen kann, weil das eigentliche Ziel ist ja, das Open-Close-Principle umzusetzen. Ich möchte nicht bestehenden Code editieren müssen, sondern ich möchte nur meine Logik erweitern können. Das heißt, wenn ich jetzt ein fettes Foo hätte, ja, dann möchte ich nur eine neue Klasse machen, möchte wieder von FooBase ableiten und dann soll das Ganze schon funktionieren. Und in meinem anderen Webcast habe ich hier eben noch das von Hand registriert und hätte dann, wenn ich ein fettes Foo hinzugefügt hätte, hier nochmal Hand anlegen müssen. Und das war ich eben noch schuldig und das möchte ich hiermit jetzt nachreichen. Und zwar macht man es so: Classes, es gäbe auch noch Types, aber Classes ist an dieser Stelle jetzt für mich das Passende, weil alles auf Classes ist quasi schon so eine Voreinschränkung, dass alle Klassen, die nicht abstrakt sind, durchsucht werden. Und zwar in der aktuellen Assembly auch nicht öffentliche Klassen und meine ganzen Foos sind eben nicht öffentlich. Ja. Und die iFoo implementieren.
Und da registriere ich dann die Klasse, die iFoo implementiert. Es gäbe auch noch so Möglichkeiten, quasi die Basisklasse zu registrieren oder wenn es mehrere Interfaces hat, noch für irgendwas anderes zu registrieren und so weiter und so fort. Ich habe hier aber einen Link zur Dokumentation geschickt, weil ich merke mir das ja logischerweise auch nicht auswendig, deswegen habe ich es das letzte Mal nicht gewusst. Ich weiß, dass es geht und ich weiß jetzt auch, dass es hier steht und gut ist. So, und für jede Implementierung, die hierbei zurückkommt, registriert es das Ganze im Container und zwar mit dem Lifestyle Transient. So, und mein Bar muss ich logischerweise auch registrieren. Dieses Bar ist ja das, was am Schluss die ganzen Implementierungen hineinbekommt. Und über die iteriere ich dann eben drüber. Und jetzt gucken wir uns das Ganze an, wie das ausschaut. Lass mal laufen. 1, 2, 3. Ne? Wir haben ja gesehen gehabt, dass jede dieser Foo-Implementierungen einfach nur die Nummer zurückgibt. Und in der Basisklasse ist dann eben ein Console-Write-Line für den Namen gemacht. So, und jetzt möchte ich zeigen eben, wie schön es ist, wenn man dann einfach eine Erweiterung hinzufügen muss. Class. Machen wir Foo 4. Und hier machen wir jetzt nenne ich das einfach Open Closed. Return wäre natürlich nicht schlecht. So, lassen wir es laufen. Ne? Und ich habe jetzt meine bestehende Logik erweitert und habe wesentlich weniger Probleme, weil ich nicht an bestehenden Code muss und damit Breaking Changes quasi einbringen könnte, beziehungsweise gerade wenn es Legacy-Code ist und man überblickt den nicht mehr so, wahrscheinlich so gut. Und Legacy-Code ist ja heutzutage teilweise schon, wenn er nur 6 Monate alt ist. Und hier kann ich eben wesentlich einfacher an die Sache rangehen und erweitern, ohne mir so richtig Gedanken machen zu müssen, könnte das, kriege ich dann den alten Code wieder zusammengesetzt und so weiter und so fort. Da arbeitet man einfach mal und passt seine Tests an. Und das Ganze möchte ich jetzt auch noch ganz kurz zeigen. Die Tests dürften jetzt nicht mehr funktionieren, weil ich gesagt habe, es muss genau 3 Implementierungen geben, wenn ich das laufen lasse. Ja. Das ist wahrscheinlich zu kleine Schrift, aber hier steht, das Value der Expected war 3, und aber es wurden 4 gefunden. Und wenn ich jetzt eben meine Foo-Implementierung wieder rausmache, dann müsste auch mein Test wieder gehen. Genau, jetzt läuft der Test wieder. Und ganz kurz zu der Geschichte mit dem Testen. Damit kann man jetzt eben sowas gewährleisten, dass also die Spezifikationen umgesetzt sind. Beispielsweise bei meinen Gutschriften wäre jetzt die Geschichte, dass es eben die Gutschriftsimplementierung für komplett, pauschal und positionsbezogene Gutschrift findet. Und dann kann man das hier sogar noch in Because angeben, wer sich fragt, was ich hier verwende. Einmal MSpec für die ganze Testgeschichte und Fluent Assertion für eben nur den Assertion-Bereich hier eben hier unten. Und da kann man dann eben immer noch hinten dran ein Because angeben. Ne? Dann könnt ihr schreiben, da, bla bla bla. Und mit MSpec kann ich auch einen HTML-Report daraus generieren. Und wenn dann das schief laufen würde, würde da stehen, dass 3 Implementierungen erwartet wurden. Eben komplett pauschal und positionsbezogene Gutschrift. Es wurden aber 4 gefunden. Ja? Und damit habe ich das dann auch gewährleistet. Ich könnte natürlich jetzt auch prüfen, dass zum Beispiel als erste Implementierung immer, was weiß ich, die Komplettgutschrift zurückkommt, weil gerade wenn ich jetzt nicht mit ForEach arbeiten über alles drüber iterieren möchte, sondern meine Geschäftslogik vorgibt, okay, als allererstes muss versucht werden, Komplettgutschrift zu berechnen, wenn das keine ist, dann die Pauschal und wenn das keine ist, dann erst die positionsbezogene Gutschrift, ja, dann mache ich hier eben Teste für und alles ist fein. Ja. Und wenn man jetzt quasi einen Test hätte, dass es immer mindestens 2 sein müssen, dann hätte ich jetzt die 4 ohne Probleme hinzufügen können, meine Tests wären weitergelaufen. Und das ist aber generell auch einfacher abzudecken. Hier habe ich jetzt eine explizite Prüfung. Was wir noch haben für den kompletten IOC-Container ist, dass alle Abhängigkeiten aufgelöst werden können. Ja, dass quasi, wenn hier Bar vom Container aufgelöst werden soll, dass es auch tatsächlich iFoo-Implementierungen findet. Schon würde es bei uns einen Fehler schmeißen. Ich habe damit zwar noch nicht gewährleistet, dass es mehr als eine ist, aber zumindest mal eine Implementierung käme zurück. Ja, eine. Das haben wir allein schon durch unseren Integrationstest, was IOC-Container angeht.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback höre ich mir gerne an. Ich habe das auch auf GitHub, den Link werde ich dann noch in die Shownotes packen. Ich habe jetzt hier mal das Ganze als Castle Windsor Examples definiert und werde dann hier gegebenenfalls weitere Projekte hinzufügen. Vielleicht mache ich hier auch noch, da könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr das sehen möchtet, ein Beispiel, wenn man quasi mit so Geschäftslogik als erstes muss das aufgelöst werden, dann das, aber trotzdem halt als Collection mit diesem Komplettgutschrift-Beispiel, dann kann ich das auch noch gerne zur Verfügung stellen. Und mal gucken, wenn ich wieder was Interessantes habe, mache ich das eben in diese Solution rein und aktualisiere das GitHub-Projekt. Ja, bis dann.